Willkommen zurück zu Minecraft Battle Minigame. Wir sind im guten, wunderschönen Raum vom lieben Tizi aka. Ich glaube, er müsste Tizian heißen. Wird schon passen. Und ja, spielen gerade ein bisschen Minecraft Battle Minigame. Hoffentlich nicht Minecraft Kuschel Minigame, so wie im letzten Part, wo der Yoshi-Typ am Ende. Hey, warum ist das zu? Ist da oben eine Truhe? Ach, jetzt. Achso, das ist Yoshi. Das ist nicht der gleiche Typ. Oh, fuck. Scheiße. Es gab ja. Genau, der ist nämlich hier dieser Teamer-Typ, dieser Kuscheltyp, so. Ja, wir spielen mal Kuschel-Minigames. Cool. Cool. Ja, genau. Ja, was haben wir im letzten Part noch so erlebt? Wir haben uns über einen richtig dummen Ordnungsbeamten aufgeregt. Und waren dann so der Meinung, hey. So. Was heißt der Meinung? Ich glaube, wir kommen da heute hin. Und zwar, ja, ich bin mal so der Meinung, der Staat besteht zum größten Teil aus richtigen Arschlöchern. Ne? Erstmal, das Ordnungsamt, generell der deutsche Staat, ne, das ist zum Kotzen. Steuern, ja, die man zahlen muss. Dann, was gibt es da noch? Das Geldsystem. Ich bin in diesem Thema jetzt nicht so bewandert, aber... Es gibt da auf jeden Fall einige Banker, die da gerne mal aus dem Nähkästchen geplaudert haben und die dann auch gesagt haben, wie im Arsch denn das deutsche oder generell das Geldsystem ist. Und ja. Genau, der Dirk Müller heißt der. Genau, der Dirk Müller. Kollege hat den mal empfohlen und ich habe mir ein paar seiner Videos angeguckt und er hat von der Materie wirklich Ahnung. In Sachen Geldsystem. Habt ihr gewusst, dass wir mit unserem momentanen Geldsystem, dass das Geld maschinell quasi einfach so gedruckt wird, ohne jeglichen Grund? Also täglich wird mehr Geld gedruckt und so steuern wir quasi langsam, aber sicher auf eine, ja, Inflation zu. Das heißt, das Geld hat irgendwann keinen Wert mehr. Ich meine, es ist ja nur Papier, was man in der Hand hat, um irgendwas zu bezahlen. Das ist halt nur ein Stück Papier, wo eine Zahl draufsteht und das ist dann halt so viel wert. Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Geld an sich, das kann ja eigentlich gar keinen Wert haben. Es ist ja nur Papier. Trotzdem behandeln wir es momentan als Wertmittel zur Bezahlung, als Bezahlungsmittel. Obwohl es ja eigentlich keinen Wert haben dürfte. Aber es hat einen Wert und... Ich denke, ihr habt ja vor knapp 10 Jahren die Wirtschaftskrise mitbekommen, ne? Wo das Geld auf einmal nichts mehr wert gewesen ist. Im schlimmsten Falle kann das sogar so darauf hinauslaufen. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der größte Geldsystem-Experte. Bitte seht mich nicht als Experten. Ich habe da nur ein paar Videos mal geguckt und habe mir da eine Meinung gebildet. Aber ich muss sagen, dieser Dirk Müller und Kollege, der das auch so ein bisschen von Dirk Müller nachgeplappert hat, die haben da schon in einer gewissen Weise recht. Ja, also... Ja, komm ran, du Sau! Ich bin fertig! Einmal dieser Wechsel zwischen Off- und On-Topic. Es tut mir leid, aber jetzt gerade muss ich ihn klatschen! Ich muss den guten Tizi schlachten, ja. Ist das wegen mir? Nein, das ist Zocker. Okay. Und Bad! Und LOL! Und Moin! Ha! Mit Maki! Ach du Scheiße! Ja, nice, Tendo, Alter. Rasiert! Und das Schwert haben wir uns auch noch gegönnt. So. Ja, so viel dazu. Kommen wir mal wieder zurück zum Geldsystem. Ne? Das Geld wird aus dem... Ja, es wird einfach so gedruckt. Das Geld kommt aus dem Nichts. Ich glaube, es ist aufgrund der Kreditvergabe der Banken, dass dieses Geld halt immer wieder gedruckt wird. Und irgendwann, wenn man dann diesen Zinseszins betrachtet, wird er auf so einem hohen Level sein, dass... Oh Gott, ich krieg keinen Hit. Scheiße.
Fuck. Dieser Zinseszins wird irgendwann so hoch sein. Ich habe wohl gehört, dass dieser Zinseszins ein exponentielles Wachstum hat. Das bedeutet, egal wie viel du quasi zahlst, um diese Schulden zu zahlen, die von diesem Zinseszins kommen, du kommst da nicht hinterher. Ne? Weil ein exponentielles Wachstum ist ja quasi immer, dass es sich stetig nach oben steigert. Beachtet jetzt mal meinen Kanal. In diesem Sinne, dass ich es schaffe, mich in jedem Monat zu steigern mit der Abonnentenzahl. Immer weiter, immer höheres Wachstum habe. So. Und dann stellt euch mal bitte... Oh, welchen Kanal kann man jetzt irgendwie als Gegenbeispiel nennen? Also, mein Kanal, ganz plump erklärt, subtil. Mein Kanal macht... In einem Monat 40.000 Abonnenten, dann im nächsten Monat 80 und dann im nächsten Monat 160.000 und dann immer so weiter und so fort. Ne? Und dann stellt euch mal einen Kanal vor von, oh, sagen wir mal Mario LP. Das kann man, glaube ich, ganz gut nennen. Der pro Monat eine Handvoll Abonnenten oder keine Ahnung, wie viel er macht. Ne? Das heißt, egal wie viele Abonnenten Mario pro Monat machen wird, selbst wenn er sich so steigert, dass er auch mal das Doppelte macht, er wird mich niemals einholen können. Das ist so das, worauf ich hinaus will. Nicht, dass das Ganze jemals passiert, dass ich jemals 80.000 Abonnenten oder so im Monat mache, weil dafür bin ich ja wohl zu uninteressant, ne? Aber okay. So. Bedeutet, wenn man das jetzt mal auf das Geldsystem ummünzt, habt ihr verstanden? LOL, er hat Münze gesagt, das hat mit Geld zu tun, das ist lustig. Dann... Ja. Wird es niemals passieren, dass wir diese Schulden zurückzahlen können, weil diese Schulden immer und immer mehr werden, dank dieses Zinseszins. Kann man das so sagen? Dank des Zinseszins. Ich will an dieses Z noch, also ich will eigentlich an diesem Zins, an diesem S, welches am Ende des Wortes Zins liegt, noch ein S dranhängen und dann habe ich das Gefühl, ich kriege das nicht vorbei, weil egal, ob ich jetzt Zins oder Zins sage, ich glaube, man checkt nicht, dass des Zins des Zinses. Das wäre, glaube ich, die richtige Lösung gewesen, oder? Du kommst diesem Zinseszins nicht hinterher und demnach, ja, die Schulden gehen hoch, das Geld ist an einem bestimmten Punkt an nichts mehr wert. Das nennt man Inflation und dann ist dieser Wirtschaftskrise auf Trocken am Start. Ja, das heißt, ein Apfel wird dann wahrscheinlich so... Klar, es klingt unrealistisch. Wie viel bezahlen wir momentan für einen Apfel? Oder sagen wir mal, wir zahlen momentan für eine Tüte Milch 70 Cent. In der inflationären Zeit kann diese Tüte Milch von 79 Cent ganz schnell mal auf 700 Euro gehen. Und das ist krass, ja, dass man daran denkt, hey... Ja, bitte, Bruder! Cool. Scheiße. Ja. Ne, dieser Gedanke allein, dass das Geld irgendwann so... Dass diese ganzen Dinge, Produkte, die wir uns kaufen wollen, so viel kosten und wir haben weniger in der Tasche, als wir eigentlich wollten. Aber das Gute daran ist ja, so können wir Millionär werden. Das Schlimme daran ist, das bringt dir nichts. Davon wirst du nicht reich. Es ändert nichts. Scheiße! Es wird dir halt nichts bringen, weil eine Million Euro dann nicht eine Million Euro ist. Das heißt, was könntest du dir heute von einer Million Euro kaufen? Ein Haus, du könntest ein Haus bauen, du könntest dir vielleicht nochmal eine Maisonette kaufen, ja, eine schöne Wohnung in der Stadt, ja, doch, und da wäre sogar noch was übrig für ein Eis. Was kriegst du in der Inflation für eine Million? Ein Eis. Ich weiß zwar da nicht, wie viel das Haus kosten wird, wahrscheinlich 5 Milliarden oder so, aber ja. Oder sagen wir mal so, es ist unbezahlbar.
Ja. Und wie gesagt, alle 70, 80, 90 Jahre steuern wir auf eine Weltwirtschaftskrise zu. Eine Zeit, in der das Geld nichts mehr wert sein wird, aufgrund der, aufgrund des Zinseszinses, oder aufgrund des Zinseszins, der ein exponentielles Wachstum hat, sodass man diese Schulden, die seitens der Kreditvergabe der Banken entstehen, immer höher werden. Diese Kosten, diese Schulden, die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Und dafür sind ja am Ende des Tages wir verantwortlich. Und das werden wir nicht hinbekommen. Genauso, ja, es war ja ein Wunder, dass wir es vor 10, 9 Jahren geschafft haben, dieser Wirtschaftskrise zu entgehen. Ja, die gerade nochmal so, den gerade noch so zu entkommen. Ja, diesen Krisen des Geldes und der Armut und der Inflation und so weiter. Ja, cool. Wahrscheinlich haben die meisten von euch jetzt kein Wort verstanden. Das kann ich verstehen, aber die es verstehen, die Message ist ganz klar. Das Geldsystem, was wir haben, ist für den Arsch. Nicht der Euro an sich ist das Problem, sondern das Geldsystem ist das Problem. Das bedeutet, das System, das wir haben, das fängt ja schon mit dem Staat und den Steuern und so weiter an. Ja? Es gibt auch einige, wie sagt man zu den Leuten? Einige würden zu diesen Leuten Aluhutträgern sagen, ich benenne diese Leute mal als Libertäre. Ja? Die Libertären setzen sich dafür ein, dass genau dieses Geldsystem und dieses staatliche System nicht mehr zum Zug kommt. Ja? Aber ich meine, wenn ich jetzt schon von Staat ist Scheiße rede und Geldsystem ist Scheiße rede, erwarten ja die meisten bestimmt auch schon von mir, dass ich irgendwas über die Illuminaten sage oder so, ne? Und dann werde ich auch als Aluhutträger bezeichnet. Ich bin bei weiß Gott kein Libertärer und ich bin noch lange nicht in dieser Materie so drin, dass ich da etwas zu beitragen kann. Ist einfach so. Cool. Wer ist denn das? Batu, nein! Du so! Wie du in den. Man hat richtig gehört, wie er aufgeklatscht ist. Arme Sau. Ja, also. Ich hab das Teil da drauf gesetzt, ne? Ach nee, Fluch der Ohren, nein! Das kann es doch nicht sein! Was für ein Müll. Ich hasse diesen Fluch, ey, zum Kotzen. Na, also ich möchte mich in diese ganze Materie noch mehr reinlesen, damit ich da auch mehr Ahnung, mehr Hintergrundwissen habe. Ja? Weil das, was ich momentan an euch erzähle, da habe ich noch nicht so den Peil von. Ich gebe es euch nur so wieder, wie ich das gehört habe. Das Geldsystem zum Beispiel. Was ich davon halte. Und so, wo ich das alles gehört habe, ich halte davon halt wirklich nicht so viel. Ja, wie gesagt, das Ganze, was ich euch erklärt habe mit der Inflation, der Weltwirtschaftskrise und der generell der Wirtschaftskrise, der Entwertung des Geldes, dass das Geld irgendwann gar keinen Wert mehr hat, sondern dass wir nicht nur eine Nullwertigkeit des Geldes haben oder eine Wertigkeit des Geldes haben, die gegen Null geht, sondern auch, dass du nichts mehr bezahlen kannst. Ja? Es gab auch so eine Weltwirtschaftskrise in Deutschland in den 30er, 40er Jahren. War das nicht so? Habe ich da etwa im Geschichtsunterricht gut aufgepasst? Ich weiß es nicht. Irgendwie so war das mal, dass es in den 30er, 40er Jahren eine Weltwirtschaftskrise gab. Oder eine deutschlandweite Wirtschaftskrise. Es war, glaube ich, noch zu den Zeiten in Deutschland, wo ja, ein gewisser Tumult herrschte, will ich schon fast sagen. Ey, das ist ja voll dir, Alter.
Oh, der leckt wie scheiße. Unfair. Ja. Ich möchte Ihnen jetzt nichts vom Pferd erzählen. Ich wollte Ihnen nur sagen, hey, nicht nur das Ordnungsamt ist für den Arsch, sondern auch der Staat an sich, das Geldsystem an sich. Ja. Prinzipiell wäre der Euro ja nicht so beschissen und das ist ja auch eigentlich gar nicht so, wenn man das System umstellen würde. Dass man den Banken sagt, ey, Jungs, hört mal auf mit dieser Zinsescheiße und hört mal auf, diese ganzen Geldscheine zu drucken. Das ist nicht gut. Ich sag euch, unsere Generation, wir müssen diesen Scheiß der Wirtschaftskrise ausbaden, den die fabrizieren, die jetzt gerade, ja, bei der Bank vor der Gelddruckmaschine sitzen und sich denken, oh ja, geil, Money, Money, Money für die Zukunft. Schön. Na gut, was soll ich Ihnen dazu sagen? Vielleicht, dass ich mich da noch ein bisschen mehr einlesen sollte, dass ich noch ein paar mehr Dokumentationen davon sehen sollte, die Dirk Müller da an den Mann gebracht hat und ja, damit ich auch irgendwann mal so ein Experte werden kann, wie der gute Dirk. Was niemals passieren wird, weil er ist Banker und er hat von der ganzen Materie in Sachen Geld und Finanzen mehr Ahnung als ich. Na, und was meint ihr denn, warum gerade nur solche Leute wie Kollega oder wie Dirk Müller oder keine Ahnung sonst noch wer darüber berichten, aber kein anderes Medium? Es gibt auch so viele alternative Medien, die darüber sprechen. Damit meine ich jetzt nicht die AfD oder so. Also da bleiben wir mal ganz weit entfernt von, bitte. Also in den Sachen der Politik. Ne? Weg damit. Brauchen wir nicht. Da müssen wir jetzt nicht auch noch mit anfangen, dass die Politik sowieso das Verlogenste ist, was es gibt. Aber los, wir kämpfen. Cool. Oh, er. Oh. Thanks, Brutz. Cool, ja. Nice, HD. Cool. Cool. Thanks, Brutz. Ich dachte erst, er hätte mich abgeworfen oder so. Na gut, jedenfalls, ja. Also, fangen wir mit der Politik erst gar nicht an. Aber nochmal ganz kurz zum Thema zurück. Warum reden denn solche Leute, ausschließlich solche Leute wie Kollega oder wie Dirk Müller, halt die davon Ahnung haben, über solche Themen und die wissen, was in Wahrheit abgeht und nicht die deutschen Medien, das deutsche Fernsehen. Die Presse. Na, ganz einfach. Weil an diesem Schalter, die sitzen, die genau davon profitieren. Ich meine, das deutsche Fernsehen profitiert ja sowieso schon von uns. GZ, ne? Weil ich habe jetzt die letzten Tage, ich musste zur Bank laufen und 105 Euro an ARD und ZDF überweisen dafür, dass ich deren Dienste überhaupt nicht in Anspruch nehme. Und jetzt kommt mir nicht mit, aber du hast doch die Möglichkeit, die ZDF-Mediathek zu betrachten, die ARD-ZDF-Mediathek. Ja, mache ich aber nicht. Es kommt mir bitte auch nicht mit, aber Kai, du guckst ja auch Funkvideos auf YouTube. Ja, das tue ich hier und da auch mal, wenn ich darauf Lust habe. Aber ihr merkt es, hier und da. Und hier und da ist für mich nicht der Gegenwert für 105 Euro mal her damit, die letzten 3 Monate, ne, du Hurensohn? So, das ist doch behindert. Ich steck denn da Geld irgendwo rein, das dann weiß ich nicht. Boah, keine Ahnung, wo geht das rein? Rosamunde Pilcher und diese ganzen Rentnerfilme, die ich dann damit finanziere, weißt du? Ich finanziere mit diesem Geld. Hat den jetzt gerade echt nicht gesehen? Was soll das? Das war gemein.
finanziere mit diesen 105 Euro und es werden nicht nur 105 Euro bleiben. Es wird jedes Quartal mehr. Ne? Zahle ich ja natürlich gerne für, ne? Richtig behindert, ey. Naja. Ja, aber im Grunde genommen stecke ich das Geld in eine Organisation rein, die so Rentnerfilme macht. Die Rosamunde Pilcher, oder ist das nicht sogar eine Serie? Die so Serien erschaffen wie Tatort, oder die meines, ja, meine, gut, da produzieren sie auch noch Funkvideos und, oder finanzieren Funkvideos und ich meine, dass das Court Marats bei Funk ist, das ist ja ganz cool, das gönne ich ihr. Das Worldwide Wohnzimmer zum Beispiel bei Funk ist, gönne ich denen auch. Da gibt es aber auch YouTube-Kanäle, denen ich das nicht gönne. Und dafür soll ich zahlen, dass ich irgendeinen Dienst bezahle, wo ich gar kein Geld reinstecken möchte. Du wirst dazu gezwungen, nochmal hier zur Erinnerung, ne? Du kannst dich von der GEZ nicht lostreten, es sei denn, du bist selber in diesem Verein drin. Und, ja. Du zahlst zwanghaft für ein Unternehmen, das, glaube ich, nicht mal verstaatlicht ist. Oder wie ist das? Ich weiß es nicht. So wie ich das mitbekommen habe, kann kein Unternehmen der Welt, das nicht verstaatlich ist, nicht zu dir kommen und sagen, hey, Geld her. Können sie nicht, weil wofür? Für einen Dienst, den du nicht benutzt? Ich meine, Netflix kommt ja auch nicht zu mir und sagt, hey, Geld her. Du hast die Möglichkeit, Netflix zu benutzen. Also mach das auch. Ist mir egal, ob du es machst oder nicht. Hier, Geld her. Das sagt Netflix ja auch nicht. Nur die GEZ ist da ja was vollkommen anderes, weil die halt wahrscheinlich mit dem Staat arbeitet und so, dass du, wenn du keine GEZ-Gebühren zahlen möchtest, der Staat gegen dich vorgeht und dich dann vor Gericht zieht oder ein Gerichtsvollzieher vor deiner Tür zieht, damit du diesen Scheißbetrag dann durch Wertgegenstände bezahlst. Und mal ganz kurz, bevor ich jetzt den Part beende. Eine Alternative, falls es mal zur Weltwirtschaftskrise kommt, investiert in Sachwerte. Gold oder Immobilien oder sowas. Ja, ganz wichtig. Vielleicht kann ich Ihnen davon irgendwo ein andermal noch viel, viel erfahren davon erzählen. Das wäre es aber erstmal für heute. Es tut mir sehr leid, dass meine Brudingos hier ja, jetzt erstmal ohne mich weiterkommen, auskommen müssen. Macht's gut, haut rein, ciao. Und eure Meinung, falls hier einige Erwachsene gerade zusehen, die das hier mitbekommen haben, haut mal bitte eure Meinung zu der ganzen Geschichte raus. Thanks.